Herzlich willkommen beim Invest in Best YouTube Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hartnagel. Und heute mit dem ganz interessanten Thema, denn es geht um die Hyperinflation. Wir sprechen über die große Währungsabwertung in den 2020er Jahren. Wird diese Währungsabwertung kommen? All das besprechen wir jetzt. Lieber Hannes, wir fangen aber, bevor wir über die Hyperinflation sprechen, natürlich hat das auch viel mit dem politischen Versagen zu tun, ja, weil Inflationen bestehen meistens aus politischem Versagen auch. Deswegen lasst uns doch ein bisschen anfangen mit der Politik, wie die derzeit global versagt. Ich glaube, das ist ein super Thema, mit dem wir jetzt direkt starten sollen. Wir arbeiten ja mit den großen Zyklen. Du bist ja unser Zyklus-Guide, der die Zyklen besser kennt wie jeder andere. Und diese großen Zyklen, wie gesagt, da neigt sich eben Weihnachten zu Ende. Und wie gesagt, da passiert einfach viel. Dan Benya ist ein ganz cooler Typ, sage ich mal. Ich bin ein großer Fan von Dan Benya und seinen Reden. Und Dan Benya hat unbedingt den Ausspruch geprägt: Prompt Chaos comes order. Also nach dem Chaos kommt, oder sofort nach dem Chaos kommt eben die Ordnung wieder. Und ich glaube, das trifft auch den Zyklus sehr gut. Jetzt stürzen wir in das Chaos rein und nach dem Chaos kommt eben die neue Ordnung. Eine neue Ordnung wird sich dann wieder auch finden auf der Welt und neu sich ordnen. Und das, glaube ich, kann man auch privat immer mitnehmen, immer wenn man so das Gefühl hat, so momentan ist ein riesen Chaos, eben prompt Chaos comes order. Und danach kommt wieder die Ordnung. Eine neue Ordnung. Und was man momentan ins Chaos reinstürzen, sehen wir einfach in den USA. Wie gesagt, die Nationalgarde wird jetzt abgestellt für den Schutz der US-Statuen. Trump nennt es sogar Terrorismus, was damit gegen die Statuen, was da derzeit in den USA passiert. Mich erinnert es auch wirklich ein bisschen an so Saddam Hussein, wo der gestürzt worden ist, an den Irak, als da die Statuen niedergerissen worden sind. Und so überall auf der Welt, das momentan passiert, zeigt einfach eindeutig auch das Ende dieses Zyklus wirklich schön verbildlicht. Also wenn die Statuen so runtergerissen werden, ist es einfach ein wunderschönes oder eigentlich ein schönes Bild, ein hässliches Bild, aber ein Bild eben dafür, dass sich der ganze Zyklus dem Ende richtig neigt. Das Politikversagen, wie gesagt, ist auch so ein Indiz immer dafür und für mich versagt die Politik im Falle dessen, dass eben die klassischen Parteien und die großen politischen Anführer an und für sich die Leute nicht mehr abholen. Die Leute driften nach rechts, nach links weg. Wie gesagt, spricht zwar davon, dass Stuttgart eben einfach nur Jugendliche waren, die sich profilieren wollten im Internet und betrunken waren. Wie gesagt, Fakt, und das wissen alle, ist etwas anderes. Es waren natürlich ganz, ganz viel Asylwerber dabei. Es waren ganz viele links dominierte Menschen dabei. Man spricht von einer nicht politisch motivierten Gewalt. Wie gesagt, ich habe das schon in einem Video erwähnt, aber wie kann etwas nicht politisch motiviert sein, wenn Menschen mit Sturmhauben am Samstagabend sich treffen und dann kommt es zu Ausschreitungen. Also ich bin früher viel ausgegangen, Benjamin, wir waren viel am Weg, wir haben viel Spaß gehabt, auch viel Blödsinn gemacht, aber ich bin Samstagabend selten mit Sturmhauben, mit Schals bewaffnet ausgegangen und habe dann, und dann ist es eskaliert. Also wie gesagt, da ist für mich schon eine Struktur dahinter und für mich frage mich einfach nur, warum es nur 25 Festnahmen gegeben hat, wenn 500 Leute da, wie gesagt, randaliert und es geraubt haben, mehr oder weniger. Wie gesagt, es brodelt überall, es brodelt in Paris, es brodelt in Berlin, es brodelt in Hamburg, es brodelt wirklich weltweit. Auch Wien haben wir gestern Samstag... Sogar bei uns in Österreich endgültig auch... Ausschreitungen gehabt, es wird auch klein geredet und so weiter. Aber wie gesagt, es waren Polizeihubschrauber im Einsatz, es waren Zigstreifen, es waren Spezialeinheiten dabei. Also im Grunde, ich war, wie gesagt, lange bei der Polizei. Wenn solche Großeinsätze sind, dann ist das eigentlich selten nur eine Kleinigkeit und nur ein Spaß. Wie gesagt, das sieht man einfach, glaube ich, das politische Versagen, wie du richtig sagst, ist super eindeutig hier gezeigt, weil am Ende des Tages, was wieder, wenn die Leute auf die Straße gehen, wenn sie einfach eben ihren wie soll ich sagen, ihre Wut, ihren Hass widerspiegeln, indem sie Sachen demolieren, zerstören, Geschäftslokale, wo eben anständige Leute ihr Lebensunterhalt damit verdienen, da denken vielleicht auch Familien dran, wo da wirklich Leute, anständige Leute auch ihre Steuern bezahlen und dann wird das mehr oder weniger hier ruiniert und wie du richtig sagst, dann gibt es 25 Festnahmen. Da muss ich schon sagen, das ist glattes Staatsversagen auch. Also es ist ein ganz großes Scheitern hier seitens des Staates. Man merkt, dass überhaupt alles aus dem Fugen gerät. Das merkt jeder, jeder spürt es. Und selbstverständlich mit den Niedergang der ganzen, oder wie soll ich sagen, das Niederreißen der Statuen. Das ist ja sogar in Washington, meine Statuen, sogar beschützt eben, wie du gesagt hast. Und gerade, Entschuldigung, und gerade das, glaube ich, ist sinnbildlich für das Ende eines
eines auch Vertrauenszyklus. Ja, weil am Ende dieser großen Zyklen verlieren Menschen das Vertrauen in das aktuelle System. Und das ist natürlich eben die, wir sagen es immer wieder bei uns beim Best in Best, die Millennial- und Z-Generation. Das heißt, alle die, die nach 1982, 83 geboren sind, die haben in diesem System einfach mehr oder weniger sehr wenig Aufstiegschancen, bis gar keine Aufstiegschancen mehr. Besonders eben die Jungen, die, wie gesagt, das, was man lernt in unserem System, Ausbildung, wir haben das schon öfter auch bei uns besprochen, mit den Arbeitsmarkt kombiniert, das ist einfach ein Auslaufmodell. Und dieses Auslaufmodell widerspiegelt sich jetzt in dem, ja, wie soll ich sagen, in Unzufriedenheit der Menschen, Hannes. Und deswegen brauchen wir einen Wandel, einen politischen Wandel. Absolut, Benjamin. Und was natürlich auch diese ganze Generation Mickey bekommen hat, ist ganz, ganz viel eben die nehmende Haltung. Der Staat steht mir zu, ich will etc. Und nicht, ich bringe etwas, ich bringe einen Mehrwert rein. Und das ist ganz, ganz das Riesenproblem, das natürlich diese Gesellschaft hat, dass man mal prinzipiell erst überlegt, was kann ich für einen Mehrwert reinbringen und dann werde ich auch auf diesen Mehrwert was erhalten. Und diese Grundeinstellung, dieses Grunddenken ist bei vielen einfach nicht mehr da. Auch ein Indiz dafür, für den Untergang wirklich das, wo wir momentan auch sind, einfach in dem Zyklus, ist auch die nicht mehr funktionierende Trennung von Staat und Medien. Wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass da eine gewisse Trennung zwischen Institutionen stattfindet. So die Trennung zwischen Staat und Kirche, die Trennung zwischen Staat und Politik, zwischen Staat und Notenbank, wollte ich sagen, genau, Politik natürlich nicht. Und das funktioniert an und für sich nicht mehr. Es wird immer monogamer. Und diese Monogamie im Staat ist an und für sich ganz was Gefährliches. Ich bin mir nicht sicher, regiert der Staat die Medien oder die Medien den Staat? Ich weiß nicht, ich bin immerhin hergerissen, welche Richtung da stärker ist. Wie gesagt, in Russland, Italien und China wird vermutlich der Staat die Medien kontrollieren. In Deutschland, USA, Österreich ist es vermutlich so, dass die Medien die Politik regieren. Kann es nicht beurteilen, auf alle Fälle, was definitiv Faktum ist, dass natürlich das sehr monogamisch und dass da keine Trennung mehr stattfindet. Und in dem Moment ist das Meinungsmonopol, das Informationsmonopol gegeben und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Das hat immer in totalitäre Systeme geführt und das ist natürlich etwas, was keiner von uns haben will, egal ob rechts, ob links, wo auch immer, ob oben, ob unten. Totalitarismus ist immer etwas ganz, ganz Gefährliches und ist halt leider oft auch ein Blüten dieser untergehenden, dieser zu Ende gehenden, dieser sich währenden Staatsformen, Gesellschaftsformen, bevor dann was Besseres wieder nachkommt. Ich glaube, dass was Besseres nachkommt, wäre für uns alle wichtig und daran können wir auch alle ganz gut arbeiten, Benjamin. Aber wie gesagt, momentan leben wir im Zyklus des wo es ein bisschen ruppig ist, wo es sich wandelt. Und du hast da, glaube ich, eine tolle Grafik mitgebracht, was das monetär momentan für ein Land auch bedeutet hat. Ja, genau, Hannes. Und zwar habe ich heute eine Grafik von Caracas mitgenommen, einen Caracas-Aktienmarkt. Den blenden wir jetzt hier gleich ein, eben Venezuela. Und da ist etwas ganz Spannendes passiert. Wir alle wissen, was in Venezuela abgegangen ist die letzten Jahre. Es ist ein Land, das ständig im politischen Konflikt ist, ja, und natürlich auch der internationalen, ja, wie soll ich sagen, Geostrategie, Geopolitik eine Drehscheibe geworden ist, weil es natürlich eben wegen den Ölvorkommen einfach ein sehr strategisch wichtiges Land ist für viele Großmächte auf dieser Welt. Und in Venezuela herrscht eine, ja, man muss sagen, absolut Hyperinflation. Und was in Venezuela eben passiert ist, wie man in dieser Grafik sieht, ist, dass der Aktienmarkt sich alleine in den letzten 12 Monaten sich fast ja gut verzehnfacht hat. Und dann fragt man sich eben natürlich, ich glaube, die Debatte ist fair, dass man fragt, wie ist denn sowas möglich? Da, ich meine, in einer Hyperinflation, wenn die Währung abwertet, es gibt mehr oder weniger Straßenschlachten, die Wirtschaft ist nicht stabil, ganz im Gegenteil, alles scheint wegzubrechen. Warum kann dann der Aktienmarkt weiter steigen? Ich glaube, diese Thematik, Hannes, verstehen sehr, sehr viele nicht. Aber man sollte sich mit dieser Thematik sehr gut auseinandersetzen, denn wir werden in den 2020er Jahren jetzt in ein Szenario gehen, wo wir einfach global eine Inflationswelle erleben werden, wie wir es noch nie in unserem Leben gesehen haben. Und dann, wenn diese Inflation anfängt, so richtig anzuziehen und die Währungen anfangen abzuwerten, dann kann auch der Aktienmarkt weiter steigen, obwohl die Wirtschaft in einer Depression steckt. Und ich glaube, das muss man mal sacken lassen. Für vielen ist das völlig unverständlich, wie kann der Aktienmarkt steigen, wenn die Wirtschaft in einer Depression steckt, Rekordarbeitslosigkeit herrscht etc. Ja, es ist möglich, dank Fiat Money und der unlimitierten Möglichkeit, Geld zu drucken und ins System zu bringen. Wir sehen es eben weltweit, die Maßnahmen mit Helikoptergeld,
Die Arbeitslosengelder werden erhöht. Es gibt Zuschüsse, wo es nur geht. Unternehmen werden gebadet in Kapital. Also wirklich unfassbar. Ich blende jetzt auch hier noch einen Grafik ein, wo man sieht, wie aktuell die Unternehmensverschuldung jetzt gerade wieder explodiert. Gerade besonders in dem Land, wo es wichtig ist, nämlich die USA, weil die stellen mit 24% der Weltwirtschaftsleistung die Supermacht. Und was in den USA passiert, ist für die ganze Welt wichtig. Und daher müssen wir sehr viel Fokus auf USA legen. Machen wir natürlich auch bei uns im Seminar. Und daher muss man einfach damit rechnen, ja, selbst wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, kann der Aktienmarkt weiter steigen. Ja, das ist möglich. Und ganz besonders kann dann auch Gold zum Beispiel, weil wir wissen, dass wir sehr viele Gold- und Silberanhänger hier bei uns im Kanal haben. Wir sind auch selber große Fans davon. Aber selbst Gold und Silber kann weiterhin massiv anziehen, auch wenn der Aktienmarkt weiter steigt. Der Aktienmarkt muss nicht fallen. Man liest es immer in den Kommentaren, dass halt viele ja denken, dass es irgendwie eben korreliert. Das bedeutet ja, Gold kann nur steigen, wenn der Aktienmarkt kollabiert. Und genau das ist es eben nicht. Der Gold, also Goldmarkt scheint genau, viel mehr derzeit zu fallen, wenn der Aktienmarkt fällt. So ist es derzeit. Aber ich glaube, ganz für viele fühlt sich momentan alles sehr wieder sehr gut an. Die Aktien Werte gehen nach oben, Geld wird ausgeschüttet. Also momentan fühlt sich sehr für alle recht gut an und jeder ist so der Hoffnung, so zumindest die Stimmung, die Breite, ja, es wird alles wieder gut und alles wird wieder besser wie vor Corona und das Wirtschaftswunder mehr oder weniger holt uns alle wieder ein. Genau. Dass dann irgendwann der Tag X kommt, wo das Ganze dann ein bisschen umschlägt, wo auch die Inflation dann ihre hässliche Seite zeigt. Ich glaube, das haben noch weniger so ganz durchblickt, oder? Wir kennen es nicht. Nochmal, wir kennen es nicht. Wir sind aufgewachsen, wie gesagt, auch unsere Eltern kennen große Inflationen nicht. Die kennen das nicht. Das Einzige, was wir hatten, war die große Stagflation in den 1970er Jahren. Aber auch das nochmal, das ist nicht vergleichbar mit dem, was jetzt da auf uns zukommt. Das kann man nicht vergleichen. Wir stehen am Ende dieser ganz großen Vier-Generationen-Zyklen, wie auch immer wieder bei uns erzählt. Und da passieren Dinge, die wirklich keiner erwartet. Und gerade das, was ich glaube, Hannes, ist, dass eine Rückkehr der ganz großen Inflation, damit rechnet keiner. Jeder glaubt, es geht jetzt einfach so weiter, wie du richtig gesagt hast. Es herrscht so das Narrativ, dass es jetzt wieder besser wird und nächstes Jahr ist wieder alles toll. Ja, Inflation ist am Anfang, scheint, okay, alles ist gut, scheint, die Preise ziehen langsam an, es scheint alles wieder zu funktionieren. Aber die Preise steigen irgendwann unkontrolliert an. Und wenn Inflation erstmal aus der Flasche ist, kriegst du sie nicht mehr zurück. Und das werden die Notenbanken auch nicht mehr schaffen, diesen Vertrauensverlust dann wieder zurückzubekommen in einem System, wo man ja eh schon sieht, dass junge Menschen überall auf der Straße stehen und mehr oder weniger rebellieren anfangen gegen das System. Ja, und wenn dann natürlich noch die Währungsabwertung so richtig losgeht und Menschen erst recht die Grundnahrungsmittel nicht mehr finanzieren können, täglichen Bedarf, ja, was man gerade in der Nahrungsmittelpreisinflation sieht man übrigens auch bei uns bei der beim Fleischkampf. Das letzte Video, was wir veröffentlicht haben, haben wir über dieses Thema Nahrungsmittelpreisinflation gesprochen. Das wird kommen. Benjamin, die gute Nachricht ist ja folgende, dass man eigentlich, wenn momentan ist einfach alles im Umbruch und viel im Fluss, wenn auch in sehr parodierter Richtung teilweise, aber genau in diesen Zeiten, das ist hier die gute Nachricht dabei, kann man auch richtig sich toll positionieren, aus der Geschichte etwas lernen, aus den Zyklen lernen und das ist unsere Spezialität und dann das Ganze auch wandeln, dass man auch einen wirklich einen Wohlstand sich für sich selbst dabei generiert. Darum geht es bei uns auf investinvest.de, wie man, was man dazu braucht, was man wissen muss, was man können muss, was man mitbringen muss, um das Ganze eben zu wandeln in einen dauerhaften Wohlstand und dass man dann wirklich aus diesem ganzen Zyklusumbruch, aus diesem neuen Zyklus, der danach entsteht, wirklich gestärkt, kapitalgestärkt auch herausgeht und da die Einladung dazu, besucht uns auf investinvest.de, meldet euch zu unserem kostenlosen Welcome-Kurs an und holt euch die ersten wichtigen Informationen raus, um dann wirklich gestärkt voll und ganz in diesen Zykluswechsel reinzugehen. Ich sage immer, jede Gesellschaft hat mehr oder weniger diesen Staat, diese Wirtschaft, die es verdient, die es wählt. Und das ist dann auch ganz egal, ob rechts oder links, sondern für sich das, was man wählt, bekommt man. Und ich glaube, es würde Sinn machen, wenn viele von uns eine bessere, eine mehrwertigere Gesellschaftsform wählen würden, dann geht es uns allen besser. Und deshalb nochmal ganz groß die Einladung auf investinvest.de bei uns vorbeizuschauen. Genau, und vergesst bitte eben nicht, jeder von uns muss sich hier vorbereiten für diese Zeit. Es wird, wie gesagt, es sind Chancen, es sind große Chancen, man darf es nicht negativ sehen. Seht es positiv, in großen Umbrüchen geht es immer rasend schnell, sage ich jetzt mal, etwas Schönes aufzubauen und dann im nächsten Zyklus einfach schon, wie der Hannes richtig sagt, vollkommen gestärkt hineinzustarten. Man startet quasi schon mit
einem Ferrari und man startet nicht mit einem kleinen Auto auf der Rennstrecke und das kann einen extremen Unterschied machen. Das ist einfach so, es war immer so eine Geschichte. Man kann nicht dagegen argumentieren, das ist einfach so, was uns die Geschichte lehrt. Deswegen bitte gebt uns diesen Daumen hoch, ja, abonniert auch unseren Kanal, das würde uns ganz fest freuen und kommentiert natürlich auch mit in den Kommentaren, glaubt ihr, dass die Hyperinflation kommt und ganz besonders wichtig, was mich interessiert und Hannes, wie geht es weiter in der Eurozone? Sehen wir in der Eurozone Hyperinflation, ja oder nein? Bitte kommentiert das jetzt rein und schreibt es uns, glaubt ihr daran, dass sie kommt? Und hat uns gefreut. Es war wirklich super. Vergesst bitte niemals, die Zyklen schlafen also nie. Nutzen wir deshalb die Chancen daraus. Und freuen uns bis zum nächsten Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.